und herzlich willkommen zum heutigen neuen Video hier auf meinem YouTube-Channel. Es ist das erste Video nach diesem super langen Break und dem Break davor und dann zwischendrin kamen ein paar Videos, mit denen ich nicht glücklich war, weil es mir sehr schlecht ging die letzten Monate, aber ich fühle mich wieder besser, ich will wieder unter den Lebenden weilen und und wie meine Kanalmitglieder schon mitbekommen haben, es sind für den kompletten November Videos schon quasi ready. Ich bin sehr bemüht, dass es demnächst so keine Verzögerungen mehr kommt. Ich versuche wieder Struktur in mein Leben zu bekommen. Und liebenswerterweise habe ich von Nostalgic Art, mal wieder eine Anfrage bekommen. Ich habe in den vergangenen Jahren schon mehrmals mit Nostalgic Art zusammengearbeitet. Letztes Jahr um eine sehr ähnliche Zeit wie jetzt. Das war so im Rahmen meiner Vlogmas-Reihe, dass ich eben wieder Geschenke denen vorgestellt habe und eben auch wieder Nostalgic Art vorgestellt habe. Und da habe ich mir damals aber Sachen, und letztens zweimal durfte ich mir Sachen so in Anführungszeichen aussuchen. Das heißt, ich habe quasi mir so den Katalog angeschaut, was taugt mir alles, was passt zu mir, was finde ich hübschi-pübschi und das dürfte ich mir dann so zusammenschreiben und dann habe ich eben eine Auswahl davon so geschickt bekommen. Und dieses Mal ist es eine totale Überraschungsbox. Also ich habe sie zwar schon geöffnet, aber noch nicht geöffnet. Und wir werden zusammen schauen, was ist gerade Cooles, Neues, weil das war wichtig. Es sind vor allem neue Designs, die mir geschickt worden sind. Also der Sinn des Ganzen ist ja, dass ihr quasi die coolen neuen Designs auch von Nostalgic Art kennenlernt. Dementsprechend, dieses Video ist gesponsert, obviously, weil das hier wurde nicht von mir bezahlt. Und und ihr bekommt quasi einen Einblick in das Sortiment Nostalgic Art. Und wir machen das jetzt mal auf, weil diese ganze Luftpolsterfolie drückt sowieso gegen den Deckel. Wir haben hier erstmal ein wunderschönes Papier, das wir mal wegtun. Und dann nehmen wir das und machen auch mal so. Bumm! Lag obviously nichts dazwischen. Da auch nicht. Hier bin ich jetzt schon vorsichtiger. Okay, wir fangen mit etwas Kleinem an, was hier oben drauf liegt. Das ist zweimal das Gleiche. Und zwar ist das vermutlich, also ich kenne die, das sind so Pillendosen. Wobei das nicht normalerweise so Pfefferminzpastillen. Ich habe so eine mit Marilyn Monroe drauf, aber das klingt anders. Vielleicht machen wir das einfach mal auf. Es sind keine Pfefferminzpastillen. Also einmal ist es so diese kleine Box. Kann man auch wunderbar nehmen, wenn man zum Beispiel Medikamente nehmen muss oder so. Man nimmt sich die irgendwie mit auf Reisen oder sowas. Aber in diesem Fall ist da ein Anstecker drin mit so Pin-Up-Legs. Pin-Up-Beinchen, die nicht die meinen sind. A Retro Love. Und das sieht ziemlich süß aus. Das Artwork sind so wie so Zeitungen, wie so verschiedene Zeitungen, die hier so drauf sind. Und es ist sehr hübschi-püpschi. Und ich wusste nicht, dass es sowas mit so Ansteckern gibt. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Gimmick ist oder nicht. Ich habe auf jeden Fall zwei, obviously. Das ist eine davon, wandert auf jeden Fall in eine Box, die ich demnächst mal wieder verlosen werde. Und eine bleibt bei mir. Und dann machen wir gleich mal weiter mit... sehe ich hier. Es war ein bisschen schlecht einzusehen. Es sind noch mehr so Boxen und die klingen aber... Und die riechen auch nach Pfefferminz. das sind dann die Pfefferminzdosen und das sind drei verschiedene. Und es sind so putzige Designs. I love it. Die sind endschön. Die erste, also ich weiß nicht, wie gut ihr das hört, aber das... Es klingt anders, oder? Das sind jetzt auf jeden Fall so Pfefferminzpastillen. Zuckerfreie Pfefferminzpastillen mit Süßungsmitteln hergestellt in Deutschland. Und das hier wäre dann ein Elvis Presley-themed Pillendöschen, Pfefferminzpastillendöschen mit dem Jailhouse Rock Elvis vorne drauf. Ich finde es ziemlich cool. Ich liebe ja Elvis sehr. Also das wissen ja eigentlich die meisten, schrägstrich alle, dass ich durchaus ein Elvis-Fan bin, auch wenn es natürlich sehr abgedroschen ist, aber... Es ist so. Das nächste ist in Mint gehalten. Life is beautiful and so are you. Voll schöne Message. I love it a lot. Das ist wirklich cute.
sollte man sich viel öfter vielleicht mal im Alltag auch mal sagen oder durchlesen. Ich glaube, das ist wirklich, das ist sowas, was einen vielleicht zum Smilen auch mal bringt, so im Alltag. Ich mag so Messages auf Alltagsgegenständen. Ich habe mir jetzt selber ein Mauspad bestellt, auf dem ein Faultier drauf ist, ein schlafendes. Und darüber steht Follow Your Dreams. Und das sind so Kleinigkeiten, das macht dann einfach irgendwie happy. Ich finde so kleine Messages im Alltag cute, auch so Sachen, die man einfach oft sieht oder benutzt oder was auch immer. Also man muss natürlich offen dafür sein und dann wirklich auch aktiv irgendwie sich das wahrnehmen und auch irgendwie sich es zulassen, dass man sich darüber irgendwie freut oder darüber lächelt oder da quasi einen positiven Einfluss auf sich eingehen lässt oder wie auch immer man das sagen will. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir haben hier noch eine dritte, bevor ich voll abschweife. Kleine Pillendose. People say nothing is impossible, but I do nothing every day. Okay, süß. Es sieht ziemlich niedlich aus. Ich mag die Farben. Ich mag dieses knallige Gelb mit dem Rot. Das ist ziemlich niedlich. Ich weiß nicht, was ich mit so vielen Pfefferminzdosen soll, aber ich denke, dass da wahrscheinlich mindestens eine an euch rausgeht. Ich muss auf jeden Fall mal schauen, was ich alles demnächst mal in sein Überraschungspaket reinpacke. Und dann geht es bald mal wieder an euch raus. Bleibt einfach up to date. Gerade meine Kanalmitglieder haben auch regelmäßig solche Verlosungen von Dingen. Also wenn ihr Bock drauf habt, regelmäßig in einen Lostopf geworfen zu werden, dann schaut doch gerne mal da vorbei bei den Infos zur Kanalmitgliedschaft. Das nächste, was wir hier haben, ist obersüß. Mega cute und ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich habe mir die Sachen nicht ausgesucht, sondern sie wurden quasi zusammengestellt und mir geschickt. Und ich weiß jetzt halt nicht, ich meine, manche von Nostalgic Art kennen mich ja schon, weil wir haben ja schon 2-3 Mal zusammengearbeitet und so und die sind alle sehr nett und lieb und alles. Und ich weiß nicht, ob es einfach gerade zufällig ist, dass das halt die aktuellen Designs sind oder ob sie so ein bisschen Research betrieben haben, was ich so mag und so, weil ich liebe Tee und ich habe eine Teedose bekommen. Ich liebe Teedosen, ich liebe Tee. Und ich finde sie wunderschön, weil sie hat sowas, ich weiß nicht, es ist so verspielt, es ist so dieses, keine Ahnung, es sieht ein bisschen so aus, wie wenn ich ein kleines Cottage hätte, irgendwo in UK, dann wäre das so ein Mix aus Hobbit-Höhle und Shabby-Chic. Aber nicht dieses komische Shabby-Chic. Aber es wäre halt so, es hätte so ein bisschen Kitsch, es hätte so ein bisschen was. Ich weiß nicht, es wäre auf jeden Fall, es wäre so wie diese Dose. Einfach. Es wären so schöne Farben und so alte Teekessel und es ist wunderschön. Es ist schon, wie schön es ist. Ich liebe Tee. Tee ist wirklich toll. Tee ist auch so eine kleine Freude in meinem Leben. So, wo wir gerade so bei so Kleinigkeiten im Alltag waren. So, es gibt so, ich meine, ich hatte ja auch die letzten Monate viel Baustellen und Scheiß und Zeug. Und es ist so wichtig, dass man sich irgendwie, und das kann nicht jeder, und es ist schwer, aber ich finde es so wichtig, dass man irgendwie, weil die meisten Leute sind so auf große Dinge. So große Dinge, die einem irgendwie Freude bereiten, die einen irgendwie befriedigen in irgendeiner Art und Weise. Aber große Dinge passieren relativ selten und es ist auch irgendwie so, man erwartet immer, es ist so ein langer Weg, aber irgendwie ist doch der Weg auch irgendwie das Ziel. Schrecklicher Satz, aber ist es nicht irgendwie so. Und es gibt so viele kleine Dinge auf dem Weg zu etwas, die einen glücklich machen können. Und dazu können auch so Kleinigkeiten im Alltag. Zum Beispiel, wenn ich einen Hund sehe, bin ich überglücklich. Und dann bin ich traurig, weil ich einen eigenen will. Aber ich bin erstmal überglücklich. Hunde machen mich glücklich. Schöne Bauten, schöne Architektur, alte Architektur macht mich glücklich. Das sind so Dinge, da muss man doch im Alltag laufen und die Augen offen halten und das sehen und aktiv wahrnehmen und auch dann wirklich und dann so und es auch zulassen, dass man sich freut und dass man wirklich aktiv lächelt und dass man sich denkt, wow, schön, cool, süß. Und Tee ist auch sowas. Ich liebe Tee und Tee freut mich einfach. Ich liebe alles an Tee. Ich mag den Geschmack, ich mag das, wie es warm ist, wie es einen so aufwärmt von innen und den Geruch und auch neue Teesorten irgendwie für sich zu entdecken. Ich liebe Tee. Tee ist eins von diesen Kleinigkeiten in meinem Everyday Life und ich meine, ich liebe Tee wirklich extrem. Also es gibt fast keinen Tag, an dem ich keinen Tee trinke. Im Sommer ein bisschen weniger, aber selbst da trinke ich Tee, weil ich liebe Tee. Deswegen, ich weiß nicht, hat man Research betrieben oder war es ein Zufall, aber ich liebe diese Teedose. Und wir sollten alle mehr auf kleine Dinge in unserem Alltag achten und
uns mehr Freude bereiten lassen von kleinen Dingen, die wir schön finden. Und weil wir gerade die Teedose hatten, ich gehe stark davon aus, dass hier drin eine Teetasse ist. Und da gibt es eine traurige Geschichte. Mir ist eine von meinen Nostalgic Art Teetassen kaputt gegangen. Letztes Jahr, Anfang diesen Jahres. Und die gibt es nicht mehr und ich habe sie sehr geliebt, aber sie ist kaputt gegangen. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, was quasi dieses verlorene Stück meines Teesortiments ersetzt. Okay, ich sehe bisher nur weiß, aber es wird nicht so bleiben. So schauen, dass mir das nicht irgendwie rausrutscht. Oh, es ist quasi das Gegenstück zur Teedose. Ich finde diese Muster so schön mit den Blumen. Schau, wie schön das ist. Ich liebe auch diesen Teekessel. Ich finde den super cool. Ich liebe, 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 liebe diese Teetasse und diese Teedose. Es ist mega schön. I love it a lot. Schau mal hier hin. Sitz, nicht runterfallen. Das sind, glaube ich, meine Highlights. Also vor allem, weil ich wirklich traurig war um diese andere Teetasse, die verloren, also nicht verloren, die ich verloren habe quasi, die kaputt gegangen ist, die aus meinem Leben geschieden ist. Aber jetzt habe ich einen wunderschönen, und vor allem ich hatte bisher so Pin-Up-Sachen immer, so Pin-Up-Tassen. Aber die ist wirklich, die ist bezaubernd. Sie ist wirklich bezaubernd. Sie ist perfekt so für Tea Time, so für Scones und Clotted Cream und Marmelade und Tee und dann so in dieser Tasse. Ich liebe es. Ich liebe es sehr. Und weil es gerade so vor mir liegt, nehmen wir als letztes noch lange nicht. Es kommen noch Sachen. Mindestens zwei, so wie es aussieht. Wir haben hier, habe ich schon durch die Verpackung gesehen, eine weitere Dose. Und das Coole ist, Nostalgic Art, dass diese Sachen wirklich gut schließen. Also man muss wirklich so ein bisschen, ne, die rutschen nicht einfach so runter oder so, sondern die sind wirklich super. Und ich meine, es ist ein bisschen unangenehm, aber wir haben uns irgendwas nach Hause geholt vor einiger Zeit, wo so Lebensmittelmotten drin waren. Und ich habe danach alles weggeschmissen ungefähr, alles, weil ich meine, so Sachen so wie Mehl, verschiedene Mehlsorten und so, hat man halt immer in der Pappverpackung, in dieser Papierverpackung. Und das ist halt instant, wenn du einmal so diese Viecher zu Hause hast, kannst du alles wegschmeißen, weil die überall drin sind. Und wir haben alles weggeschmissen und dann ging es auch wirklich innerhalb von 3 Tagen war das Thema gegessen. Oder halt vom Tisch oder aus der Küche, haha. Und seitdem packe ich halt alles in irgendwelche Dosen und Gläser instant, wenn ich irgendwas kaufe, sofort. Weil es geht bestimmt noch schlimmer und es war super schnell wieder vorbei. Ich denke, das ist auch schon viel, also auch vielen Leuten, fast jedem, wo ich das erzähle, waren alle so, oh ja, hatten wir auch schon mal. Es hat nichts mit schlechter Reinlichkeit zu tun. Es ist wirklich so, wenn du einmal dir irgendwas holst und da sind diese Viecher drin, hast du halt die Bobbes-Karte. Nichtsdestotrotz, die verschließen wirklich sehr gut. Man kann darin Sachen super gut aufheben. Sachen werden auch nicht irgendwie eklig. Ich habe schon viele verschiedene Arten von Lebensmitteln an solchen Sachen drin gehabt und das wird nicht irgendwie komisch, weil die wirklich gut verschließen. Und was ich halt cool finde, ist einfach so dieses, das was ich an Nostalgic Art super cool finde, es ist nicht einfach nur glatt und bedruckt, sondern ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie, ob ich das spiegeln kann, so dass es irgendwie ersichtlich ist. I don't know. Aber das ist quasi alles so geprägt, gestanzt, ich weiß nicht, wie man das sagt. Geprägt wahrscheinlich, also wenn ich da drüber fahre, jeder Buchstabe ist fühlbar quasi, genauso wie die Flasche und hier dieses Straßenlichtzeichen-Dingsbums und so. Und es ist eben diese Box mit Enjoy the Original Refreshing Coke. Und es ist sehr süß, es ist very, very cute. I like this a lot und man kann nie genug solche Boxen haben. Ich zumindest nicht. Ich bräuchte eigentlich ein riesiges offenes Regal und ich würde nur so Sachen reinstellen, weil ich habe da so ein kleines Fable dafür und ich hoffe, dass das jetzt hier nicht rausrutscht. Dann habe ich hier ein ganz liebes kleines Zettelchen. Retro Production, watch the movie. An dieser Stelle, stimmt, es gibt einen ziemlich süßen Nostalgic Art Film, so ein Kurzfilm, Werbefilm, wie auch immer, den ich euch gerne in die Infobox in das Video mal klatsche. Schaut da bitte mal vorbei. Nostalgic Art ist wirklich super cute, super creative. Ich fand dieses Video sehr knuffig, als es, ich glaube, vor 2 Jahren oder sowas rauskam. Oder sind sogar schon 3. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Aber I like this a lot. Und es sind noch mehr Sachen tatsächlich als 2.
Es gibt dazu auch hier eine passende Blechschild-Postkarte, finde ich übrigens auch immer sehr cool. Ebenfalls mit diesem Gruppenfoto drauf in Nostalgic Art und auch auf der Rückseite einmal der Hinweis. Retro Production, watch the movie now on www.weloveretro.de. Sehr, sehr cute. Ich glaube, davon habe ich schon mehrere. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das cool. I love this a lot. Ist das geil? Also, warum freue ich mich so über eine Dose, auf der Pasta steht? Erstens bin ich zu einem gewissen prozentualen Anteil italienisch. Und es ist vielleicht nicht viel, aber ich bin sehr stolz auf meine paar italienischen Gene. Nicht, weil Italien gerade so wundervolle politische Entscheidungen trifft. Ironie. Ironie, pure Ironie. Aber ich mag Italien. So, ich mag eigentlich Italien. Ich finde es auch sehr traurig. Aber ich mag Italien. Ich mag vor allem italienisches Essen sehr. Nein, ich mag aber auch so eigentlich die Art von den Leuten und I like this. Nichtsdestotrotz, abgesehen davon, ich habe zum Beispiel eine große Leidenschaft jetzt auch fürs Pizzamachen entwickelt, also für original italienische Pizza. Das ist wirklich so ein bisschen so ein Fable und so ein Fetisch von mir geworden. So, ich knete super gerne und streichle super gerne Pizzateig. Das klingt total seltsam, aber Pizzateig braucht viel Liebe, Pizzateig hat Gefühle und ich liebe es einfach. Und mein Freund liebt zum Beispiel Pasta. Er darf zwar nicht so viel Pasta eigentlich essen, aber er liebt Pasta. Und deswegen finde ich es halt ganz so geil, weil es passt einfach voll zu uns, weil Italian Tradition, Speciata Italiana, das spricht man safe anders aus, weil ich habe meinen Italienischkurs abgebrochen. Ich sollte ihn fortführen. Nichtsdestotrotz, es passt einfach voll, weil meine kleine Italien-Leidenschaft, die Pasta, meine Pizza, seine Pasta-Leidenschaft und dann halt diese Box. Vor allem hier an der Seite super, super cute, auch wieder mit diesen Stanzen, gedingselten, geprägten, die verschiedenen Nudelsorten, super süß. Hier noch mit irgendwie so Kochtopf-Gedönsi und ich finde es schon einfach schön aus. Das Artwork ist wunderschön. Ich finde es richtig, richtig hübsch. Mir gefällt es wahnsinnig gut. Ich finde es bezaubernd. Ich finde es richtig geil und ich glaube, also das war safe einfach ein Zufallsgriff, aber es ist ein hammercooler Zufallsgriff. Mega. Ich bin wirklich super happy. Super, super happy. Ich finde es hammercool. I love this. Das ist urschön. Liebe. Das ist auf jeden Fall nach oder zusammen mit der Tasse und mit der Teedose mein Favorite. Ich finde es mega cool. Schaut richtig schön aus. Ich muss das mal hier runterstellen. Und dann kommen wir zu... Ah, hier ist ein Zettel. Ein Brief an mich. Viel Freude mit unseren Produkten. Liebe Dani, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir und senden dir Amber einige Produkte. Viel Freude mit den Produkten. Liebe Grüße, Nostalgic Art. Danke. Nein, ich bin wirklich... Also Nostalgic Art ist auf jeden Fall sowas. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwie mit denen zusammenkomme auf irgendwie eine Zusammenarbeit, weil... Ich Leute wirklich gerne quasi darauf hinweisen, dass Nostalgic Art tolle Sachen hat. Ich bin von der Qualität zu 1000% überzeugt, zu 1.000.000%. Ich meine, ich nutze die Sachen in meinem Everyday Life. Ich finde, das ist wirklich mehr als einfach nur ein Dekostück und ich finde die Qualität gut. Und also gerade auch dieses, dass es halt nicht einfach nur so eine gerade Box ist, wo irgendwas drauf gedruckt ist, sondern es ist irgendwie, es ist mehr. Es steckt mehr Aufwand dahinter. Auch so das Artwork. Ich liebe die Artworks, die sie einfach immer wieder rausbringen. Also auch von den ganzen neuen Sachen, ich finde, die sind wunderschön designt. Und das ist gerade, das ist lustig. Das ist ein Schild mit Kordel hinten, so zum Aufhängen, so, ne? Und es heißt, Shoes off, please. Und es sieht so aus. Und das Lustige an der Sache ist, dass ich vorgestern, überlegt habe, ob ich nicht den Eingangsbereich bei uns streiche. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe außerdem, und honestly, so, wirklich, also ehrlichst, ich habe Dinge in meinem Otto, ich glaube es war Otto, nicht Warenkorb, so Wunschzettel oder ist es sogar der Warenkorb, keine Ahnung, aber so, dass es halt vorgemerkt ist einfach, so einen Sessel, ich glaube der war aber ohne Lehne, sondern einfach mehr wie so ein lehnenloser Polstersessel, wie sowas, wo man die Füße drauflegt. Einfach halt für den Eingangsbereich. So zum Hinsetzen, zum Schuhe anziehen und einen Teppich. Und die waren in Mint. Weil ich habe halt nichts Mintiges in der Wohnung und ich liebe Mint. Ich meine, ihr wisst eh, meine alte Küche, also in der anderen Wohnung bei meinen Eltern, ist ja Mintfarben. Die Wände sind Mint. Und ich liebe Mint. Und wir haben jetzt halt hier in der Wohnung, wir haben Dunkelgrün, wir haben Senf, wir haben hier Dunkelblau, wir haben im Wohnzimmer Rosa und
dieses Petrol-Meerblau. Aber ich habe nirgendwo Mint. Und ich kann mir das gerade sehr gut vorstellen, mir das hier an unsere zugegeben schönere, also schöner als vorher, jetzt in weiß gestrichene, aber trotzdem halt einfach weiße, ein bisschen langweilige Tür zu hängen irgendwie. Und dann halt so diesen Sessel und den Teppich dazu. Und es wird so gut passen. Und es ist ein cooler Zufall. Ich weiß nicht, ob es exakt die gleiche Farbe ist, aber es ist sehr nah dran. Und ich meine, es hängt ja nicht genau nebeneinander, also meh. Fair enough, aber ja, es ist end cool. Es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, dass ich auf jeden Fall Mint in den Eingangsbereich packen soll, obviously. Und ich bin gespannt, das ist das Letzte. Ich schmeiß mal eben die Kiste weg. Und ich bin gespannt. Also meine persönlichen Highlights bisher auf jeden Fall Pastadose, Tasse, Teebox. Und jetzt schauen wir mal, es ist bisher nichts dabei, wo ich wirklich sage so, meh, weil von den Dosen bin ich immer überzeugt. Ich finde es auch immer schön, wenn ich Sachen habe, wo ich sage so, hey, das kann ich irgendwie an euch auch rausschicken, damit ihr quasi auch so ein bisschen das kennenlernt, das Produkt oder einen Teil der Produkte oder was auch immer. So wie diese Pillen, Pastillendöschen. Und also ich finde auch von diesen Pillendöschen die Artworks einfach sehr, sehr schön. Und jetzt bin ich gespannt, weil das hier ist obviously eine große Blechtafel. Und ich bin gespannt, was drauf ist. Ich meine, wenn es jetzt irgendwie Motorrad-Ding wäre, dann wäre ich so, meh. Es ist nicht Motorrad. Gut. Es ist wirklich hübsch. Es ist wirklich hübsch. Es ist süß. Es ist sehr, sehr süß. Best in Town Hot Cocoa and Coffee Bar. Open 24/7. Natürlich trinke ich keinen Kaffee. Wie die meisten Leute wissen, ich bin Teetrinker. Ich mag keinen Kaffee. Ich finde Kaffee widerlich. Es ist sehr süß. Ich wüsste jetzt gerade nicht genau, wo ich es hinhängen soll. Es würde perfekt in meine alte Küche passen. Also wirklich perfekt, perfekt wegen dem Rot, weil für die, die meine alte Küche nicht mehr kennen, die Wände, also waren, wollte ich sagen, weil die Küche ist ja noch da. Also die steht ja nach wie vor und ist auch noch so. Und, ne? Die Wände sind ja Mint. Und die Elektrogeräte, so die Details und so weiter waren, oder nicht waren, sind nach wie vor alle rot. Das heißt, es würde halt perfekt reinpassen wegen dem Rot von der Tasse, von der Bar, von dem Und, von hier oben, von der Überschrift und so. Ob ich es jetzt hier, ich weiß jetzt nicht, also je nachdem, ich bin mir noch unsicher, wie unsere Küche mal aussehen wird. Es gibt ja einen neuen Boden, wie manche wissen, weil wir einen Schaden hatten, einen Wasser, oder nicht, also so einen Rohrschaden. Das Rohr war einfach kaputt, es ist jetzt kein Wasser ausgetreten, das Rohr musste gewechselt werden, dann musste der Boden aufgerissen werden, dann kam ein neuer Boden irgendwann drüber. Jetzt haben wir einen sehr schicken Fliesenboden da drin, die Küche ist aber nach wie vor einfach abgeranzt. Und ich bin mir noch nicht sicher, streiche ich die Wände, schmiegeln wir irgendwie die Küche ab und streichen sie an, oder wir wissen noch nicht ganz, was wir jetzt so machen, um die Optik etwas zu heben in der Küche. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es sehr bezaubernd. Und sollte ich keinen Platz dafür finden, findet bestimmt jemand anderen einen Platz dafür. Aber es ist nach wie vor, mal wieder, hohe Qualität. Es ist alles fühlbar. Man sieht hier auch auf der Rückseite diese Stanzungen. Es ist einfach beste Made in Germany Nostalgic Art Qualität. Und das Artwork ist natürlich sehr süß. Das Artwork ist cute. Ich finde es schön. Wenn ich ein Café hätte, was ich nicht habe, würde ich es reinhängen. Es ist wirklich süß. Und das waren eigentlich auch alle Sachen. Nach wie vor, ihr wisst meine Highlights, ich brauche sie noch zum 10. Mal sagen. Pasta, Tasse, Dose. Und ja, so viel dazu. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel mehr sagen. Es war ein Unboxing mit tollen Sachen, mal wieder, von Nostalgic Art. Vergesst nicht, Nostalgic Art auszuchecken. Vergesst auch nicht, dass Nostalgic Art selber nach wie vor nicht direkt an Endkunden verkauft, sondern dass ihr Nostalgic Art Sachen auf Amazon bestellen könnt bei... Oh Gott! Wo war das überall? Hornbach auf jeden Fall, in diversen anderen Läden. Ich packe euch da gerne die Infos in die Infobox, weil ich weiß jetzt gerade nicht mehr alles auswendig, wo man überall Sachen bekommt. Ich glaube, Obi war auch dabei. Aber auf jeden Fall bekommt ihr Nostalgic Art Produkte in diversen Läden. Und da wird es dann quasi weiterverkauft an den Endkunden, also an so Leute wie mich und euch. Und ja, das war's dann quasi. Ich danke nochmal ganz herzlich für Nostalgic Art. Danke euch, danke euch, danke euch, danke, 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 danke. Ich bin sehr happy mit der Auswahl, die ihr mir geschickt habt. Es ist mir wie immer ein inneres Blumenpflücken gewesen. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn das Video euch gefallen hat.
Vergesst auch nicht, ein Abo dazulassen, wenn ihr neu hier wart. Und vergesst nicht, zum nächsten Video wieder einzuschalten. Jeden Sonntag und fast jeden Mittwoch. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, wenn Mittwochs Videos online gehen, dann vergesst nicht, auf die Glocke zu klicken und die Benachrichtigungen einzuschalten, damit ihr immer eine Nachricht bekommt, wenn es ein neues Video gibt und ihr nichts mehr verpasst, was hier passiert auf diesem Channel. Jetzt, wo es wieder bergauf geht. Hopefully. Also, danke schön, meine Lieben. Wir sehen uns ganz bald zum nächsten Video und bis dann. Baba. Tschüssi.